Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Verrückt Kreativ. Mein Name ist Selma von Stempeluniversum. Heute habe ich von der lieben Janina ihr Projekt bekommen, also Projekt Janina, und das ist Tag 2. Ich werde jetzt das Projekt öffnen und mal schauen, was da drin ist. Oh, das sieht nach vielen Materialien aus. Aber da sind ja... Haha, darf ich auch mal ziehen. Oh je, das ist das erste Mal, dass ich auch mit so einem Briefumschlag... Oh Gott, was ist denn das? Ich dachte, ich hätte viel gebracht. Briefumschlag konfrontiert bin... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Spannend. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und hier sind 6. Eine Sekunde bitte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Oh, das ist ja mal ein Projekt. Ach, das ist ja immer noch nicht zu Ende. Ah, jetzt verstehe ich, was da sein soll. Okay. Cool. Ja. So, und ich habe die Ehre, manchmal kann man es ja auch fühlen, ne? Aber ich weiß jetzt nicht, ob das Sinn macht, das zu tun. Oh, hier ist ein bisschen mehr dran. Oh, ich glaube, das nehme ich. So. Aber dazu komme ich nochmal. So. Ja. Ich glaube, ich weiß, was das ist. Und zwar ist das so ein Album, was man beziehungsweise... Ach, das habe ich auch schon mal gemacht. Aber ich weiß nicht, ob man das komplett zumacht oder wie das war. Man muss das hier... Ach ja, mit dem Bändchen. Genau. Okay, alles klar. Ich werde jetzt weitermachen. Ich glaube, ich brauche jetzt erstmal auch gar keine Materialien mehr, weil bis ich das alles gefalzt habe und draufgeklebt habe und so, reicht das erstmal. Materialien genug gibt es auf jeden Fall. Und ich starte gleich mal meine 15 Minuten. So. Okay. Also, es ist so. Ich glaube, ich bin mir gar nicht sicher, ob wir es alle gleich verstanden haben. Aber ich werde jetzt meinen Brief aufmachen und starte meine 15 Minuten. So machen wir das. Ich hoffe, wir machen das alle gleich. Oh Gott. Oh, die sind ja geil. Ich wollte die eigentlich gar nicht haben, aber finde ich das gar nicht so schlecht. Aha, aha, aha. Gut. So, was ist die Aufgabe? Finde den richtigen Platz für das beigelegte Material. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Liebe Grüße, Janina. Gut, dann
Ich lege das einmal zur Seite. Und eigentlich bräuchte ich noch mal einen Wecker, der mir gleich sagt. Ja, so. 15 Minuten. So. Und zwar fange ich gleich mal hier an. Das wäre das dritte und werde schon mal das Häuschen drauf machen und ja, was ist das denn eigentlich? Ach so, so eine, so. Okay, also ich hätte jetzt nicht unbedingt hiermit gestartet, aber die Aufgabe muss halt auch erledigt werden. Und deshalb starte ich mit dem inneren Teil, also mit dem, ja, den Teil, den ich eigentlich später machen wollte. So. Das ist das erste. Dann, wie viele davon habe ich denn? 1, 2, 3, 4. So. Ich werde mir das jetzt mal ganz einfach machen. 1, 2, 3, 4. Und werde das immer einmal draufkleben. Und das kommt auf die andere Seite. Seht ihr das überhaupt? Ach nee, ihr seht das gar nicht. Entschuldigung. Ach, wie immer aufregend. So, das ist so rumgefalzt. Ach, der ist ja süß. Der sieht nicht, wo er ist. mache ich das so? Nee, wenn dann kleiner. Oder hier oben mal. Ja. So. Ah, hier habe ich ein bisschen geschmiert. Ich muss das mal ein bisschen höher ziehen, sonst seht ihr ja nichts. Dieser hier sucht das Zuhause. Auch spannend. Den machen wir mal hier nach oben hin. Und dann klebe ich hier auch noch was drauf. Und jetzt kommt dieser hier. Der kommt auch hier unten hin. Und auch hier. Was nehmen wir denn da? Irgendwie, na, ich habe das Gefühl, irgendwie passen die Pilze nicht, zumindest nicht neben den Gnomen. Aber war wahrscheinlich auch so Absicht. So, und das ist das letzte. Dann habe ich hier eins, wo gar nichts ist. Das geht natürlich nicht. Machen wir wenigstens so einen kleinen Pilz.
Damit sind die ersten Minuten rum. Und ich werde hier schon mal den ersten draufkleben. Und zwar falte ich das erstmal einmal. Und ach, wie geht denn das jetzt nochmal? Immer so ein bisschen so, ne? Soll das kommen? Ja. Ach ja, ich mache es jetzt einfach mal. Ich weiß nicht mehr, wie man es ganz genau macht. Und bin mir jetzt gerade echt unsicher. So, ich glaube, ich mache das jetzt einfach hier in die Mitte. Und schließe das. Ja, sieht gar nicht mal so schlecht aus. Wenn es noch gerade wäre, wäre super. Aber zum Glück ist da Tombow sehr, sehr dankbar. So, und das mache ich jetzt weiter. Zumindest, was man allerdings machen könnte. Moment, ich hole mir was. Ich finde, was ganz gut dazu passt, ist dieses hier. Das für dich, du siehst, das ist komplett noch neu. Und bevor ich das jetzt mal hineinklebe, könnte ich doch mal ein bisschen stempeln. Das mache ich. So. Und zwar, welche Farbe nehme ich denn da am besten? Wildleder. Welche waren die Gnome? Moment. Und das Häuschen. Was hat sie denn so verwendet? Ja, Espresso oder sowas wie Espresso. Was ist hier drauf? Nicht so viel. Okay. Wildleder. Dann werde ich mal das machen wir mal andersrum und oh Mensch, okay, das ist nicht das Richtige, aber besser als gar nichts. Dass da noch mal so eine Unterlage darunter ist. Das dürfte eigentlich nicht passieren. Ich weiß nicht. Ja. So ist es besser. So, dieses Stempelset heißt übrigens Jahresringe. Da gibt es auch passende Stanzen dazu. Das ist so eine. Ah, Moment. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, mein neuer Tisch, der ist zwar ziemlich groß. Aber blöderweise, jetzt muss ich mal schauen, ob das zu doof ist.
Na, man sieht es nicht richtig. Was wollte ich jetzt sagen? Ach genau, bei den Jahresringen, das ist so ein ganz tolles, also das sind Stanzen und Stempelset. Also, ach Mensch, was jetzt hier? Vergesst es einfach. Ich glaube, heute rede ich einfach nicht, weil ich viel zu aufgeregt bin und mir nicht sicher bin, was ich hier mache. Also, so, jetzt muss ich mal wieder gucken, wie ich das mache. Das ist so ungefähr, wo ist das Fertige? Ja, so ein bisschen höher hat sie es gemacht. So. Und hier wahrscheinlich auch. Ja. So. Genau. Und dann kommt das nächste. Auch das falte ich einmal nach. Und werde das jetzt einmal draufkleben. Spannend, ich wäre wahrscheinlich viel weiter gekommen. Zumindest mit dem Kleben. Aber die Aufgabe, die die verwirrt nicht, aber die ist so ein bisschen, man konzentriert sich dann doch nicht so ganz auf das, was man sich überlegt. Also, nee, anders. Bei diesem hier habe ich mir nicht viel überlegt, muss ich gestehen. Naja, ihr wisst schon, was ich meine. Ich sollte, glaube ich, besser die Klappe halten. Ah, so, das ist der zweite Teil. Und das hier wird dann zusammengeklebt, wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaube, ich versuche noch einen zu machen. Und dann schauen wir weiter. So, jetzt werde ich noch einen mal ein bisschen. Na, ist das nicht so richtig 100% gefalzt? So. Ich glaube, auch hier mache ich dann mal irgendetwas. Tüdelütüt. Ich nehme mal die kleinen. Wo ist es denn? Ach, nehmen wir das. So. Aber diesmal mache ich das alles in Blau. Und zwar in Babyblau. Also passend zu dem, was drauf ist. So, einfach das Ganze so ein bisschen auflockern. Ich hätte es auch einmal embossen können, also prägen. Aber naja. So, und es ist noch eine Minute. Und ich werde das wahrscheinlich nicht schaffen. Deshalb falze ich die ganzen Sachen nochmal nach. So. Na, da hat sich Janina wirklich mal wieder echt was Tolles ausgedacht.
Also das lasse ich jetzt einfach mal so. So, ihr Lieben, also das ist jetzt mein Output. Und hier, ja. Und hier sind die ganzen kleinen Gnome. Die sind natürlich hier drin. Und das Ganze geht jetzt weiter an Yvonne und sie bearbeitet das. Alle Informationen, wer wann dran ist, findest du bei mir in der Infobox. Und wie gesagt, Yvonne von das kreative Yps wird das jetzt weiter bearbeiten. So, ich muss ihr das jetzt erstmal so einen nicht vergessen. Genau. Ihr Lieben, ich hoffe, wie immer, es macht euch Spaß und kommentiert gerne, schreibt uns gerne, wie ihr es findet, auch mit dieser, mit den neuen Aufgaben und ach, wie süß. genau. Alles. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao.